So, also schön, dass ihr heute hier seid, ungefähr 40 Grad in Straubing. Wie ist denn, wenn man bei so heißen Temperaturen auf der Bühne steht? Das ist natürlich schon doppelt anstrengend. Also wir haben gestern in Freiburg das Spiel schon gehabt, da war es im Zelt 67 Grad. Das ist echt absurd. Aber es ist natürlich auch besonders und macht viel Spaß. War gestern herrlich und wird sicher heute auch spitze. Habt ihr denn schon Eindrücke von Straubing und Niederbayern bekommen? Wir waren vorhin an einem Badesee hier um die Ecke, ja, also haben sehr schöne Eindrücke von Straubing gewinnen können. Wir kennen die Altstadt schon ein bisschen, weil wir schon mal da waren, also auf jeden Fall sehr schön, beschaulich. Und ihr habt ja in der letzten Zeit sehr viel Erfolg gehabt, letztes Jahr MTV Europe Music Award, heuer ein Echo. Wie geht man denn mit so viel Erfolg um? Wie bleibt es hier so bodenständig? Ach, für uns ist es ja nicht von heute auf morgen gekommen. Wir sind jetzt in unserem, ich glaube, 13. Bandjahr. Ja. Und für uns ist es immer so ein kleiner Schritt vor und dann auch ein kleiner zurück und dann wieder anderthalb vor. Also es war auf jeden Fall ein langsamer Weg und wir konnten uns langsam daran gewöhnen, dass ein paar mehr Leute zu unseren Konzerten kommen. Freuen uns natürlich tierisch und ich glaube, wir spielen hier heute vor 4.000, mehr als 4.000 Leuten, was unglaublich immer noch ist für eine Band wie uns. Wir haben vor keinem zahlenden Gast angefangen tatsächlich und das ist die Wahrheit. Deshalb freuen wir uns natürlich sehr, wie das jetzt gerade läuft. Und seid ihr eigentlich nur aufgeregt oder ist das schon so Routine, dass man sagt, nein? Ja, also jetzt gerade bin ich nicht so aufgeregt. Nachher vom Konzert schon noch ein bisschen, also ja klar, so ein bisschen Konzentrationsaufgeregtheit würde ich sagen. Die ist schon noch da, sonst spielt man auch schlecht und ist nicht wirklich bei der Sache. Aber es ist jetzt nicht mehr so schlimm, dass man irgendwie völlig verkrampft und nicht spielen kann. Und euer Album ist ja immer in Bewegung. Wo soll es denn mit Revolverhelle in der Zukunft hingehen? Also seid ihr auch quasi immer in Bewegung? Naja, also erstmal kommt im Herbst unser MTV Unplugged raus, was wir aufgenommen haben. Da freuen wir uns sehr drauf. Das war für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, dass wir überhaupt gefragt wurden von MTV. Ich meine, wir sind mit diesen ganzen großen MTV Unplugged in den 90ern groß geworden. Eric Clapton, Nirvana und so weiter, wie sie alle heißen. Das hat uns natürlich damals wahnsinnig beeindruckt. Und dass wir jetzt selber mal sowas spielen durften, ist was ganz Besonderes. Und wir freuen uns sehr drauf, dass es dann im Oktober rauskommt. Und was ist denn an Immer in Bewegung an dem Album, das war ja eigentlich das Erfolgreichste, kann man sagen. Was ist denn daran so anders, dass so erfolgreich war? Ist einfach extrem viel geiler als die anderen Alben. Also wir haben bei dem Album auf jeden Fall so viel Wert auf die Details gelegt wie noch nie. Beim ersten Album war es halt wirklich Gitarre rein und fünf Jungs machen mächtig Krach und wir waren ziemlich auf Krawall gebürstet. Und dann über das zweite, dritte Album haben wir uns halt ein bisschen in einen anderen Sound reingefuchst und jetzt ist es eher so ein bisschen, ja, poppiger, sphäriger geworden. Es sind viel mehr Synthies drauf, hier noch eine Kleinigkeit. Und also als unser Mischer das Album am Ende gekriegt hat, hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie viele Spuren denn da waren. Irgendwie 150 Spuren pro Song, also 150 Sachen hier nochmal irgendwie einmal klack gemacht. Ich glaube, das ist schon mit am meisten Liebe zum Detail aufgenommen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Okay, dann danke schön, dass ihr hier wart. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Konzert heute Abend. Und genau, und noch viel Spaß in Straubing. Dankeschön. Bitteschön.